Ja, es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert. Du hattest drei Drachen. Und das waren quasi dreimal das gleiche Pokémon, wenn du so weiterentwickelt hättest. Schwachsinn. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Gegner. Ich liebe diesen Namen inzwischen. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Ja. Und ich habe früher den Fehler gemacht. Bis jetzt war es ja so, also als ich das erste Mal gespielt habe, wenn man in den nächsten Raum gegangen ist, musste man nicht sofort kämpfen. So, hier ist das aber anders. Wenn man jetzt den Raum wechselt, geht der Kampf sofort los. Man geht auf ihn zu, ein kurzes Gespräch und es geht los. Und da bin ich früher tatsächlich dran gescheitert, weil ich habe diesen Kampf hier ganz knapp gewonnen, habe mir gedacht, komm, jetzt schon mal in den nächsten Raum. Guckst dir den mal ein bisschen an. Das mache ich, habe ich früher mal gerne gemacht, wenn ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Ja. Bin ich da rein, habe natürlich nicht nach Siegfried gespeichert, was ich normalerweise immer mache. Und dann war halt Scheiße. Naja. Also, dieser Flock kommt nach vorne, weil wir haben wissen ja noch aus den letzten Kämpfen. Ja, sondern da mal vorne. Und du, wünsch mir Glück. Los geht's. Und wie man sieht, zack, er geht auch zu. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange zurück. Ich brauche einen starken Gegner. Ich, Gegner, brauche einen starken Gegner. Um sie mich in Form zu halten, während ich meinen Pokédex aktualisiere, während ich in diesem Raum sitze, niemand anderes hier ist, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das, ich habe ein Team aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Zarok. Weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Dun, 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 dun. Epische 8-Bit-Musik. Meine ich doch, ja, 8-Bit. Los geht's. Rasierballert. Oh, ich muss die lauter machen. Ich finde die geil. Ich hoffe, die ist jetzt auch im Video lauter. Hoffentlich nicht zu laut. Okay, das war's schon mal mit Sandama. Simsala kommt als nächstes. Habe ich natürlich nichts direkt gegen, also setzen wir mal Ibita ein. Los geht's, Ibitak. Und Borschnabel. Rams. Einmal drüber gefegt. Und das war's mit Simsala. Volltreffer auch noch. Wow, ich lag den jetzt hier weg. Kokowai. Den hatte er beim letzten Mal noch nicht. Glurak, damit jeder mal seinen Auftritt hier hat. Und Ibita, komm zurück. Los, Glurak. Ich könnte das jetzt voll lame machen und Feuerwirbel einsetzen, aber ich möchte noch Flammenwurf einsetzen. Rams, Dams, Dams. Und das reicht nicht ganz. Verdammt. Nein, aber ich habe keine Pokéflöte dabei. Nicht so schlimm. Ich habe keinen Bock zu warten, bis der wieder wach ist. So. Stampfer. Darf man angreifen. Wahnsinn. Schlitzer. Und das war's. Und noch ein Volltreffer. Ich mache nur Volltreffer. Ach du Scheiße. Magneton. Was machen wir beim Magneton? Simsala. Und Simsala los. So, und Psychokinese. Damit wir sie mal aufbrauchen hier. Und da. Volltreffer schon wieder, was zum Teufel. Da. Und Psi-Strahl. Da. Aus das. Ja, ich möchte wechseln. Pikachu. Da. Los geht's. Donnerblitz sollte ausreichen. Da.
Na, Mist, nicht ganz. Na, bitte lebe. Ich habe keinen Bock, die... Wenn Pikachu nämlich jetzt sterben würde in dem Kampf, würde ich es tatsächlich noch wiederbeleben. Weil das sieht scheiße aus, wenn das nicht hinter einem herläuft. Bei der Endsequenz in Pokémon Gelb, das ist kacke. Flamara, ja, ich möchte wechseln. Jetzt haben wir alle durch, ne? Du hast gekämpft, du. Totok wird es beenden. Flamara. Totok. Hydropumpe. Ruckzuckieb. Ja. Hydropumpenattacke. Und das dürfte es sein. Ich kann es nicht überleben. Was zum Teufel? Surfer. Und ich glaub's fast nicht, aber mein Tok ist schneller als ein Flamara. Was zur Hölle? Egal. Das war's. Zart besiegt Gegner. Nein, es kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei, nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden. Das ist nicht fair. Zart gewinnt 6435 Poké-Dollar. Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Zark. Alter Mann ist alt. Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Und du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazu gelernt, seit du dich mit Pikachu auf den Weg gemacht hast. Zark, du bist schon viel erfahrener. Den Gegner. Du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gegner, weißt du, warum du verloren hast? Richtig, du hast keine Vorspultaste. Du hast deine Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. Ich hab sie total geliebt und habe ihnen voll und ganz vertraut. Deswegen habe ich auch keine, ich glaube, 4 Stunden daran gesessen, die endlich hochzuleveln. So wirst du niemals Sieger werden. Sauron, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Sauron, folge mir. Warum macht der das jetzt eigentlich? Das habe ich nie verstanden. Die Ruhmeshalle ist hier voll episch noch. Einfach mein leerer Raum mit einem PC drin. Geil. Herzlichen Glückwunsch, Zarok. Das hier ist die Pokémon Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Zarok, du hast hart gekämpft. Die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Zarok, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Yay. Bisaflor, Level 55, Pflanze Gift, Ruhmeshalle. Pikachu, Level 56, Elektro, Ruhmeshalle. Ibitak, Level 55, Normalflug, Ruhmeshalle. Glurak, mein Lieblingsfeuer-Pokémon, Level 55, Feuerflug, Ruhmeshalle. Turtok, Level 55, Wasser, Ruhmeshalle. Simsala, Level 55. Level 57, Psycho, Ruhmeshalle. Zauber, Spielzeit 41 Stunden, 55 Minuten und eine Menge Geld. Das hat, wenn man bedenkt, zieht 28 Pokémon ab und ihr habt das Geld, was man in der Pokémon-Liga kriegt.
möglichst noch weitere Fang. Achso, da standen gerade, wie viele Pokémon ich gefangen habe. Und verschiedene Pokémon, ja. Bla. Brauche ich nicht für Walkthrough. Pokémon, gelbe Edition, mitwirkende. So. Da war gerade dieser Floor am Vorbeizischen. Ja. Was kann ich zu diesem Spiel sagen? Es gehört definitiv zu meinem Lieblings-Pokémon-Spiel. Es ist das dritte, was herausgekommen ist. Und das erste, was nach dem Start der Serie herausgekommen ist. Weiß ich gar nicht, ob das allzu bekannt ist, dass die Serie Pokémon nach den Spielen erst kam. Weil in Rot und Blau ist es so, die Charakter heißen nicht, der Charakter heißt nicht Ash, sondern je nach Edition den man selbst spielt, der heißt Rot und der Gegner heißt Blau und halt je nach Sprache dann Red und Blue. Diese Edition finde ich einfach fantastisch, weil sie ist einfach schön. Ich finde die Artworks etwas schöner als bei den anderen beiden Spielen. Also die von den Pokémon, die Illustration, sag ich jetzt mal. Finde es schön, dass man so Team Rocket mit eingebaut hat und Pikachu als Start-Pokémon. Man kann alle drei Starter aus den Vorgängern kriegen. Ich finde die ersten drei Starter sowieso geil. Nintendo. Und da haben nicht viele Leute mitgearbeitet. Speichern. Yay. Ende. Ja, Ende. Irgendwie waren die Credits bei den anderen Spielen länger. Irgendwie, ja. Naja. Ja, das war's mit Pokémon Gelbe Edition. Kommt noch irgendwas? Dreifache Geschwindigkeit? Nö. Gut, das ist Ende. Ja, und ich würde mal sagen, ja, Resümee habe ich ja gerade so ein bisschen gegeben. Wird zu meinem Lieblings-Pokémon spielen, ist ein schönes Spiel. Gibt jetzt noch, jetzt könnte ich noch Mewtwo holen. Aber will ich das? Das wäre natürlich was, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, dass ich noch Mewtwo hole, also ich muss es jetzt nicht haben. Aber wenn ihr das unbedingt wollt, kann ich das noch machen. Ich würde mal sagen, ich bin Sarah. Bis zum nächsten Mal. Also bei meinem nächsten Projekt, was ich bald starten werde. Also ein paar Tage nachdem das hochgeladen ist, das wird dann so in 2 Wochen sein. Und bis dahin, ja, wünsche ich noch einen angenehmen Tag, Nachmittag. Ich bin Sarah. Bis zum nächsten LP. Ciao, Leute.